Diskurs. Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Die Revolution der Zeit. Ein globales Ereignis des 19. Jahrhunderts von Professor Sebastian Konrad. Gehalten am 12. Oktober 2017 in der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Ja, vielen Dank, dass Sie hier sind und danke an die DFG für die Einladung. Die Revolution der Zeit. Wir werden über das 19. Jahrhundert sprechen hauptsächlich heute und über die Transformation von Zeitregime, Zeitgefühlen in dieser Zeit. Aber wir fangen an mit einem kurzen Sprung zurück ins 17. Jahrhundert. Denn im 17. Jahrhundert war es, als holländische Schiffe diese Hightech-Produkte des frühneuzeitlichen Europa, Uhren, erstmals nach Japan brachten. Das waren besondere Kunstwerke, kann man fast sagen. Das waren Uhren, die erstmals präzise und gleichmäßig die Zeit maßen, die auf einer Feder als Energiequelle beruhten, eine ausgefeilte Schmiedetechnik, die in der Lage waren, anders als Sonnenuhren etwa, die Zeit regelmäßig zu messen, ob es regnet oder die Sonne scheint, Tag oder Nacht. Diese Uhren wurden in Japan unmittelbar populär. Die waren in kürzester Zeit war die Nachfrage größer als das Angebot. Jedenfalls die sich leisten konnten. Die waren sehr teure das waren sehr teure Prestigeobjekte. Innerhalb kürzester Zeit bauten die Japaner diese Uhren nach. Aber selbst wenn sie die weite Reise von Europa bis nach Japan ganz unbeschadet überstanden hatten, wurden sie trotzdem in Japan anders genutzt als in Europa. Denn in Japan, wie an vielen Orten der Welt in dieser Zeit, war es üblich, mit einem flexiblen Zeitregime zu messen. Das heißt, die Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang wurde in 6 gleiche Teile geteilt, die Nacht ebenso. Und diese Stunden, die Stunde des Hasen oder die Stunde des Hahns, waren dementsprechend unterschiedlich lang. Im Sommer offensichtlich waren die Stunden im Tag länger, in der Nacht kürzer und so weiter. Was machte man also? Man tat sein Bestes und wandte die Ingenieurskunst an, die vor Ort war, um diese Uhren sozusagen an die lokale Zeit anzupassen. Ja, diese präzisen Zeitmessinstrumente in gewisser Weise so umzufunktionieren, dass sie wieder unpräzise, wenn man das so sagen möchte, die Zeit maßen. Also Gewichte an die Unruhe, damit man in der Lage war, den Unterschied zwischen Tag- und Nachtstunden auszudrücken und regelmäßig Austausch der Zifferblätter, damit die verschiedenen Jahreszeiten jeweils abgebildet waren. Das heißt also, in Japan tat man alles, um sozusagen dieses Präzisionsmessinstrument wieder an die lokale Kosmologie anzupassen. Das war im 17. Jahrhundert. 200 Jahre später sah die Sache ganz anders aus. Wieder kamen europäische Uhren nach Japan. Und diesmal haben sie das Land gewissermaßen im Sturm erobert. Japan, diese Uhren waren nicht nur Mode, sondern sozusagen Ausdruck des Fortschritts. Überall in Tokio wurden sie aufgehängt, zum Beispiel auf der Ginza, der modernsten, der sozusagen zentralen Straße Tokios, die heute etwa so aussieht. Aber schon damals ausgesprochen modern war, mit Straßenbahn, mit Telegrafenmasten und eben auch, man sieht es nicht so gut, aber hier kann man es besser sehen, mit einer Uhr, einer öffentlichen Uhr. Alles wurde plötzlich mit Uhren gemessen. Der beste Absolvent der Universität Tokio kriegte jedes Jahr vom Tenno eine silberne Uhr überreicht. Die Schulen und öffentlichen Regierungsgebäude wurden mit Uhren geschmückt. Uhren übernahmen das Land und blieb auch bei Uhren nicht stehen. Der Kalender wurde reformiert und, wenn man so will, über Uhren hinaus ein neues Geschichtsverständnis setzte sich nach und nach durch. Wir finden zum Beispiel in Schulbüchern diese Ermahnungen, pünktlich zu sein, immer die Uhr als sozusagen Menetekel. Und gleichzeitig, also die Uhr, Kalender ist das eine und das andere ist, ein neues Verständnis von sozusagen der ablaufenden Zeit, der Geschichte. Da habe ich einen Zeitzeugen aus Deutschland, der in dieser Zeit sich in Japan aufhielt, der Mediziner Erwin Belz. Wir sehen ihn hier, man kann es nicht so richtig gut sehen, er liegt da auf dieser Chaise Longue und hat etwas in der Hand, was so aussieht wie ein Kindle. Aber er
spricht mit einem japanischen Gesprächspartner, der ihm sagt, wir haben keine Geschichte. Unsere Geschichte beginnt erst jetzt. Eigentlich eine absurde Vorstellung, gerade in einem Land, in dem natürlich die Geschichte weit zurückreicht und auch die Geschichtsschreibung Jahrhunderte zurückreicht. Aber das Gefühl, dass Geschichte in diesem emphatischen Sinn, in dem wir es heute verwenden, erst am Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt beginnt, war offenbar neu. Also Uhren, Kalender, ein neues Geschichtsbewusstsein. Während also im 17. Jahrhundert die westlichen Uhren angepasst wurden an die lokale Kosmologie, war es 200 Jahre später genau umgekehrt. Das lokale Zeitempfinden sozusagen verschwand und man übernahm die moderne Zeit. Warum? Ja, das ist, wenn man so will, sozusagen das Rätsel, das ich jetzt heute behandeln will, und ich werde relativ weit ausholen. Wir wollen uns also fragen, wie kommt es, dass sich eine bestimmte Vorstellung, ein Zeitregime in der Welt ausbreitet? Was sind die Faktoren? Wie können wir das erklären? Wie hat man das bisher üblicherweise erklärt? Wenn wir uns die Geschichtsschreibung anschauen, dann gibt es da, wenn ich das so knapp zusammenfasse, vor allem zwei Auffassungen, die wir immer wieder antreffen. Die eine ist, also wie kommt es, dass diese neue Zeit, die Zeitgenossen gingen davon aus, dass es eine leere Zeit ist, die nicht aufgeladen ist. Man kann heute einen Brief übergeben, wann immer man Zeit hat. Im vormodernen Japan konnte man das nur zu bestimmten Stunden machen, die glücksverheißend waren. Ja. Heute ist jedenfalls die Vorstellung, die Zeit leer und präzise. Warum hat sie sich durchgesetzt? Es gibt zwei Auffassungen, die wir üblicherweise antreffen. Die eine heißt, naja, das ist eine Form von Rationalisierung. Eine Vielfalt von lokalen, unterschiedlichen Gebräuchen wird nach und nach vereinheitlicht und vor allem wird sozusagen von abergläubischen Praktiken gereinigt. Also das ist ein Element der Modernisierung. Dann gibt es eine andere Lesart, die sagt, naja, so schön wie das hier klingt, ist es gar nicht. Im Gegenteil, alle möglichen Formen von lokalen Praktiken werden im Grunde vernichtet und werden ja, kolonisiert, sagt man manchmal. Im Grunde ist das Ausgreifen dieser neuen Zeitlichkeit sowas wie ein kultureller Imperialismus, der andere Formen des Umgangs mit Zeit, andere Formen des Gestern, des Heute und des Morgen zueinander in Beziehung zu setzen, verdrängt. Was ich heute machen will, ist sozusagen gegen diese beiden Ansichten zu argumentieren, also gegen diese Vorstellung, dass, und das ist bei beiden dieser Positionen gleich, dass dieses neue Zeitverständnis sozusagen eine europäische Erfindung war, die dann nach und nach in alle möglichen Teile der Welt sich ausbreitete. Mein Argument wird stattdessen also gegen diese Vorstellung vom Kulturtransfer gehen, gegen die Vorstellung, dass sozusagen eine europäische Erfindung nach und nach diffundierte, ja, sich ausbreitete. Also nochmal kurz, jetzt wird sehr schematisch. Also die herkömmliche Perspektive sieht so aus, in Europa haben einige schlaue Leute ein neues Zeitregime erfunden, das wird dann nach und nach in den Rest der Welt übermittelt und dort wird es nach und nach dann internalisiert. Nein, ja, sondern mein Argument, was ich versuchen will zu zeigen, mal sehen, ob Sie mitgehen wollen, ist zu sagen, wir müssen diesen Transfer im Grunde rückwärts lesen. Es geht gar nicht darum, dass was in Europa entstand und dann woanders landete, sondern wir müssen erst mal verstehen, warum überhaupt jemand, egal wo, und wir werden sehen, auch in Europa, sich überhaupt für dieses moderne Zeitregime interessierte. Also wir müssen nach den Bedingungen fragen, die es möglich machten, dass man zum Beispiel in Japan diese neuen Uhren überhaupt als etwas Besonderes empfand und nicht einfach anpasste. Also was sind die Bedingungen, die es möglich machen, dass so ein Transfer überhaupt besteht? Ich habe jetzt nochmal so eine etwas simplifizierende Grafik mitgebracht, die sieht ungefähr so aus. Also statt dieses Diffusionsmodell, ein Modell, bei dem wir globale Prozesse haben, die auf verschiedene Regionen der Welt gleichermaßen einwirken. Klar, kann man dann doch von Japan nach Europa schauen, wenn man das tut, aber man unterliegt sozusagen denselben Zwängen. Also keine europäische Erfindung, sondern eine globale Revolution. Das ist im Grunde die These, die ich untermauern möchte. Und der zweite Punkt, an den ich auch, der am Schluss auch stehen soll, ist,
diese neue Zeit war auch deshalb so attraktiv, weil sie es ermöglichte, Einzelnen oder Gruppen oder ganzen Nationen sozusagen ihre Position im globalen Maßstab einzuordnen. Ja, und wir werden sehen, wie das passierte. Okay, also kurze Vorschau über das, was heute passieren soll. Die gute Nachricht ist, die Einleitung haben wir alle schon hinter uns. Ja, also da sind wir schon durch. Ich werde jetzt über 4 Dimensionen dieser Zeitrevolution sprechen und werde dann 2 Fragen stellen. Sind Uhren, Kalender, Geschichte, ist das alles überhaupt dasselbe? Können wir das wirklich zusammen behandeln? Und zweitens, war es nicht doch am Schluss im Wesentlichen eine europäische Erfindung? Bevor ich kurz am Schluss darauf zu sprechen komme, dass diese Revolution keineswegs allumfassend war, dass es Widerstand dagegen gab und so weiter. Also sprechen wir kurz über die 4 Dimensionen der Zeitrevolution. Jetzt muss ich, glaube ich, ein paar Slides überspringen. So, hiermit geht's los. Also 4 Dimensionen, wir sprechen kurz über die Standardisierung. Ja, ich stehe in meinem Weg da drüben, ne? Fürchte ich. Die Standardisierung der Zeit, dann zweitens das, was ich globale Synchronizität, also Gleichzeitigkeit nennen möchte. Drittens die Idee des Fortschritts und viertens das, was man die Entdeckung der tiefen Zeit nennen könnte. Also einiges davon wird Ihnen bekannt sein, deshalb brauchen wir auch nicht überall sehr ausführlich zu sein, aber wir gehen es mal kurz durch. Der erste Punkt ist Standardisierung. Am Ende des 19. Jahrhunderts beobachten wir, wie in vielen Staaten nach und nach Zeit standardisiert wurde. Ja, standardisiert heißt zunächst mal, dass dafür gesorgt wurde, dass überall im Land dieselbe Zeit herrschte. Das passierte durch eine ganze Reihe von Institutionen, die Schulen, die Fabriken, die Armeen. Geht im frühen 19. Jahrhundert schon los, wie wir diesem Militärhandbuch aus dem Osmanischen Reich entnehmen können, wo schon ganz penibel, ja, sozusagen ein Regime der Gleichmäßigkeit, der Zeit, der Standards, der Taktung, selbst der körperlichen Bewegung sozusagen vorgeschrieben wird. Interessanterweise ist es so, dass auch der Staat spielt eine ungeheuer starke Rolle bei dieser Standardisierung, aber die wichtigsten Agenten sind gar nicht die Staaten, sind nicht die Regierungen, sondern sind private Gesellschaften, nämlich die Eisenbahnen. Die Eisenbahnen sind die Instanzen, die diese Vereinheitlichung durchführen. Wenn man noch 1870 von Washington D.C. nach San Francisco mit dem Zug reiste, musste man, um immer auf der Höhe der jeweils lokalen Zeit zu sein, seine Uhr 200 Mal umstellen. Deshalb, weil eben überall dort, wo der Zug hielt, jeweils eine lokale Zeit noch vorherrschte. Ja, das war das Bild nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, auch in Russland, überall auf der Welt. Das wurde dann eben seit den 1880er Jahren nach und nach vereinheitlicht. Das sind im Grunde Nationalisierungsprozesse. Ja? Die Staaten versuchen eine einheitliche Zeit, so wie sie eine einheitliche Sprache durchsetzen. Das wäre sozusagen der erste Punkt. Ja? Der zweite Punkt ist, das bleibt bei den Nationalstaaten nicht stehen, und da kommen wir schon zur zweiten Ebene dieser Zeitrevolution, sondern wird am Ende des 19. Jahrhunderts auch im Weltmaßstab umgesetzt. Im Weltmaßstab wird eine Synchronisierung eingeführt, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Erstmal dadurch, dass man durch den Telegraph plötzlich den Eindruck hat, dass der Raum geradezu, dass der Raum überbrückt werden kann, ohne dass Zeit vergeht. Der Telegraph, der im selben Moment die Ansichten der ganzen intelligenten Welt im Hinblick auf alles, was gerade passiert, zusammenführt. Ja, das ist sozusagen das Computerzeitalter wird in gewisser Weise eingeläutet, also Gleichzeitigkeit durch diese technische Revolution. Die Telegraphennetze und dann die Telegraphenkabel reichen um die ganze Welt und stellen, das ist die erste Ebene, diese Gleichzeitigkeit her. Übrigens auch in Deutschland, im Kaiserreich natürlich. Dieses Foto stammt aus dem kleinen Ort Nauen in der Nähe von Berlin, den die meisten von Ihnen wahrscheinlich gar nicht kennen. Und ist auch nicht so schlimm. Aber das war im 19. Jahrhundert sozusagen ein Ort, an den man pilgerte, wenn man die Moderne erleben wollte. Ja, so wie zum Beispiel hier der König von Siam, also des heutigen Thailand, Chula Longkorn, der nach Europa reiste, um zu sehen, wie technische Moderne funktionierte. Und der reiste nach Essen, wo die Kruppwerke waren, aber auch nach Nauen, um zu sehen, wo sozusagen das Telegraphenzentrum des Deutschen Reichs aufgebaut war.
Also der Telegraph ist diese, ist sozusagen die, der erste Mechanismus. Der zweite Mechanismus, wahrscheinlich noch wichtiger für eine globale Gleichzeitigkeit, war der Kalender, die Einführung des gregorianischen Kalenders mehr oder weniger in der ganzen Welt, in den Kolonien, aber auch in den meisten nicht kolonisierten Regionen. Hier ein Beispiel, das ist eine Handreichung, die übersetzt, wie der 1. Juni, der 2. Juni, der 3. Juni, was das in der traditionellen Kalenderlogik eigentlich heißt, ja, um zu erklären, okay, wir haben jetzt einen neuen Kalender, aber was passiert hier eigentlich? Also der Kalender wäre die zweite Instanz, die diese globale Gleichzeitigkeit herstellt. Und die dritte ist die Einführung dessen, was die Weltzeit genannt wird. Die Weltzeit wird 1884 von dieser Gruppe von Gentlemen beschlossen, dieses System, was wir heute auch noch kennen, das System der Zeitzonen erfinden, um möglich zu machen, dass man vom einen auf den nächsten Ort sozusagen jeweils umrechnen kann und immer weiß, wo man gerade ist. Sandford Fleming ist die sozusagen treibende Kraft hinter diesem Prozess. Es gab übrigens viel Widerstand dagegen, also diese Weltzeit wurde an den meisten Orten relativ zügig angenommen, aber es gab auch eine ganze Reihe von Ländern, in denen sich Widerstand regte. Zum Beispiel in Indien, wo man der Meinung war, das ist im Grunde ein britischer Imperialismus, der hier kommt. Aber auch zum Beispiel in Frankreich, ja, wo man ganz und gar nicht damit einverstanden war, dass der Nullpunkt dieser Weltzeit in Greenwich, London, liegt. Das war in Frankreich schlecht zu vermitteln und deshalb blieb Frankreich auch bei seiner lokalen Zeit, passte sich nicht an diese Weltzeit an, jedenfalls für einige Jahrzehnte, bevor man dann irgendwann eben diesen Standard auch übernahm, aber so definiert, dass man sagte, die Weltzeit ist Pariser Zeit minus 9 Minuten und 21 Sekunden. Keine Erwähnung von Greenwich. Okay, Standardisierung, Weltzeit, drittens Fortschritt. Ja, das ist die dritte Dimension, Geschichte und Fortschritt, dritte Dimension dieser Zeitrevolution. Das ist etwas, was nicht neu ist, was wir alle kennen. Also im 19. Jahrhundert wird diese Vorstellung, dass Zeit dynamisch ist, dass sie im Grunde qualitative Veränderungen bringt, dass sie Fortschritt ermöglicht. Diese Vorstellung setzt sich mehr und mehr durch und hilft dabei, die Welt sozusagen einzuteilen in die Pioniere und die rückständig sind, die Fortgeschrittenen und die Zurückgebliebenen. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht so lange drüber zu sprechen. Ich habe zur Illustrierung ein Zitat eines deutschen, bekannten deutschen Schriftstellers mitgebracht, der im Grunde diese Logik sehr gut ausdrückt. Ja, man reist nicht mehr woanders hin, um etwas anderes zu treffen, sondern man reist woanders hin, um in die Kindheit der Menschheit zurückzureisen, sozusagen. Ja? Völkerschaften, die auf den verschiedensten Stufen der Bildung gelagert sind. Ja? Die Erwachsenen, das sind natürlich die Europäer in den Augen Schillers, und dann die verschiedenen Kinder, je weiter man sozusagen von der modernen Kultur entfernt ist. Das heißt also, die Übersetzung von kultureller Differenz oder sogar von Raum in Zeit, ja, so könnte man das zusammenfassen. Also diese Vorstellung von Fortschritt wäre die dritte Dimension dieser Zeitrevolution. Und die vierte, jetzt sind wir schon bei der vierten, da bleiben wir ein ganz klein bisschen länger, denn das ist etwas, was üblicherweise in Texten zu Zeitvorstellungen gar nicht thematisiert wird, ist das, was man die Entdeckung der Tiefenzeit nennen könnte. Tiefenzeit meint im Grunde Folgendes: Die meisten Kulturen, Gesellschaften hatten eine Vorstellung davon, wann alles beginnt. Ja, also wann es sozusagen eine Art absoluten Nullpunkt setzen kann, hinter den man eigentlich auch nicht zurückgehen kann. Ja, das waren häufig mythische Vorstellungen von der Schaffung der Erde. Aber selbst in den, in den sozusagen fortgeschrittenen Gesellschaften, in den zum Beispiel den Buchreligionen, war diese Vorstellung weit verbreitet. Die Vorstellung nämlich, dass es ein Beginn der Zeit gab, der nicht hintergangen werden kann. Ja. Also schauen wir mal ganz kurz, was das heißt. Zum Beispiel in den islamischen Gesellschaften war es erst die beginnende Ägyptologie, die nach und nach
die Vorstellung überwand, dass zwischen sozusagen der Zeit des Islam, dass die Kluft, die zwischen der Zeit des Islam und dann der grauen Vorzeit, ja, also sagen wir mal der Zeit der ägyptischen Pharaos, dass diese Kluft überbrückt werden konnte. Ja, also die typische Perspektive zum Beispiel in Ägypten auf Überreste aus der antiken Zeit war, dass das sozusagen Mahnmale sind, Mahnungen, wie es einem ergeht in einer Gesellschaft, die Allah nicht kennt, ja, die Gott nicht kennt. Sozusagen Mahnungen, denen man mit gewisser Ehrfurcht natürlich gegenüberstehen kann, die aber nicht direkt mit der Gegenwart zu tun haben. Und das ist eine Vorstellung, die sich erst nach und nach änderte, endgültig dann ab den 1820er Jahren, als der Franzose Champollion die Hieroglyphen entzifferte und plötzlich den Zugang zur Bedeutungswelt, zur Sinnwelt des antiken Ägypten ermöglichte. Und seit dem Moment begannen dann ägyptische Intellektuelle oder Politiker damit, diese Zeit nicht mehr als eine ferne andere Welt, sondern als direkte Vorläufer der eigenen Gesellschaft wahrzunehmen. Ich habe zwei, drei Zitate mitgebracht, um das zu illustrieren. Das erste ist von Rifa al-Tahtawi, dem berühmtesten Nationalisten und Übersetzer des frühen 19. Jahrhunderts in Ägypten, der sagte, sogar die physische Konstitution der modernen Ägypter entspricht exakt derjenigen der Völker aus vergangener Zeit. Also ja, da ist nichts mehr von einer großen Kluft zu spüren, sondern im Grunde ist das dasselbe Volk. Ja, man merkt schon so eine Art Logik der Nationsbildung. Am Ende des 19. Jahrhunderts nochmal ein bekannter Vertreter des ägyptischen Nationalismus, Lutfi, der sagt, die Ägypter formten eine bedeutende expansionistische Nation, deren Imperium die modernsten Leitlinien des heutigen europäischen Kolonialismus vorwegnahm. Ja, also da merkt man schon, dass Zivilisation und Moderne auch durch Kolonialismus ausgedrückt wird in dieser Zeit. Es ist fast ein bisschen ironisch, dass er das in den 1890er Jahren sagt, also gerade mal ein paar Jahre nachdem England Ägypten endgültig besetzt hat und von einem ägyptischen Kolonialismus jedenfalls keine Rede mehr sein konnte. Ja, aber trotzdem, die Idee ist klar, auch hier, es gibt eine Kontinuität. Oder auch, und das ist das dritte Beispiel, selbst auf der Ebene des religiösen Denkens. Es ist bekannt, dass die Ägypter in Bezug auf das Göttliche, und gemeint ist die antiken Ägypter, äußerst weit fortgeschritten waren. Kein anderes Volk war in dieser Hinsicht so weit entwickelt wie sie. Also in gewisser Weise nahmen schon die antiken Ägypter den Islam vorweg. Also was ich insgesamt sagen will, ist, die Idee einer absoluten zeitlichen Kluft wird nach und nach überwunden hin zu einer Vorstellung von langen Kontinuitäten. Das ist auch in Europa der Fall. In Europa ist die herrschende Vorstellung noch in der frühen Neuzeit und in gewisser Weise bis ins 19. Jahrhundert hinein, dass es die Sintflut war, die mehr oder weniger alles, was vorher geschehen ist, sozusagen auswischte und, wenn man so will, die historische Uhr nochmal auf Null stellte. Ja, die Sintflut als Markierung eines absoluten Bruchs und in gewisser Weise als Beginn der Geschichte. Und diese biblische Chronologie, die reicht in ihrem Einfluss noch bis in die Wissenschaften des 19. Jahrhunderts hinein. Und es gab alle möglichen Strategien und Kalkulationen, genau zu errechnen, wann die Sintflut stattgefunden hat. Man kann sich vorstellen, dass das nicht ganz einfach ist. Konsensuelle Datum ist dieses hier. Wenn man sich vorstellt, dass die Sintflut nur ein paar tausend Jahre zurückliegt, dann ist klar, dass andere Völker, Gesellschaften, Kulturen, die der Meinung sind, dass die Geschichte viel früher anfängt, dass die einfach, ja, dass bei denen sozusagen die Vernunft abhanden gekommen ist. Zum Beispiel die Hindus, ja, die in Südasien, in Indien, wo man entsprechend dem Gesetzbuch des Manu davon ausging, dass die Welt 12.000 göttliche Jahre, und das heißt übersetzt 4,3 Millionen menschliche Jahre zurückreicht. Ja, und wer innerhalb der Kosmologie der Sintflut denkt, der kann das nur als absolut absurd bezeichnen. Ja, die Vorstellung, dass also
die Welt so weit zurückreicht. Und in der Tat, ja, schauen wir mal auf den bekanntesten englischen Historiker Südasiens, James Mill, er sieht es genauso. Ja, er sagt, ungesittete Nationen, also zum Beispiel die Inder, haben offenbar eine besondere Befriedigung, eine besonders ferne Antike zu entwerfen. Und in bemerkenswerter Weise zeichnen sie sich durch eine prahlerische, schwülstige Eitelkeit aus. Und deshalb behaupten sie, ja, dass die Welt, in ihre Welt, unglaublich weit zurückgreift. Ja, man könnte fast sagen, ja, das ist ein Beweis dafür, wie irrational man in Indien ist und ein Beweis dafür, dass es eben einer, ja, einer englischen Aufbauhilfe oder einem wohlwollenden eines englischen Kolonialismus bedarf. Aber im Laufe des 18. und dann 19. Jahrhunderts begann auch in Europa die Gewissheit langsam zu bröckeln. Ja, die Skepsis gegenüber dieser biblischen Chronologie wuchs aus einer ganzen Reihe von Gründen. Diese Gründe selber waren auch gar nicht notwendigerweise rein innereuropäisch. Zum Beispiel brachten jesuitische Missionare aus China die Erkenntnis mit, dass chinesische Quellen historische Ereignisse beschrieben, die weit vor der Sintflut waren. Jetzt war die Frage, kann es sein, dass die Sintflut nicht bis nach China reichte? Oder wie können wir das zusammenbringen? Wissenschaften, also die vor allem die Wissenschaften des Vorderen Orients, des Zweistromlands, brachten zunehmend Kenntnisse über zivilisatorische Prozesse vor der Sintflut an die Oberfläche. Und die Geologie, die Archäologie, die Prähistorie, diese neuen Wissenschaften des frühen 19. Jahrhunderts taten ein Übriges zu zeigen, dass man an der Sintflutgrenze nicht Halt machen kann. Ja, man kann sagen, dass diese Wissenschaften sozusagen dem historischen Nullpunkt der europäischen Kultur sozusagen den Boden ausschlugen. Und 1859 könnte man, wenn man so will, ja, als Gründungsjahr dieses neuen Zeitverständnisses bezeichnen. 1859, warum? Weil es ist in diesem Jahr, dass Charles Darwin sein Buch über die Origins of Species veröffentlicht. Und es ist im selben Jahr, dass im englischen Brixham Zeugnisse gefunden werden, die beweisen, dass Steinzeitmenschen in England lebten. Ja, und diese beiden Aspekte zusammengenommen sind sozusagen der endgültige Beweis, dass diese biblische Chronologie nicht mehr Gültigkeit hat. Also, ich fasse mal zusammen, die vier Dimensionen dieser Zeitrevolution, ja, Standardisierung, Weltzeit, Fortschritt und die Entdeckung, dass die Zeit zurückreicht über die göttlich, mythisch oder kulturell gestifteten Nullmomente hinaus. Jetzt wollen wir uns zwei kurze Fragen stellen. Die erste Frage ist, okay, wir haben jetzt eine ganze Reihe von Aspekten dieser Zeitrevolution kennengelernt. Wir haben über Uhren, Kalender gesprochen, Geschichte, Fortschritt und so weiter. Sprechen wir da überhaupt über dasselbe Phänomen oder ist es eigentlich ein Potpourri von unterschiedlichen Dingen? Denn man könnte ja sagen, ja, Uhren und Kalender, das passt noch einigermaßen zusammen, aber Geschichte zum Beispiel ist etwas ganz anderes. Ne? Also man könnte zugespitzt formulieren, solange wir über Uhren und Kalender sprechen, leuchtet mir das ein, dass wir über die Gleichzeitigkeit sprechen. Ja, die Uhren, die Kalender, die Standardisierung von Zeitzonen, all das stellt natürlich Gleichzeitigkeit her. Während die Geschichte, die davon ausgeht, dass es die Vorstellung von Geschichte oder Fortschritt, die davon ausgeht, dass die Gesellschaften ganz unterschiedlichen Entwicklungsstufen angehören, die macht ja im Grunde genau das Gegenteil. Ja, man könnte sagen, die Geschichte, das Konzept des Fortschritts, betonen ja gerade die zeitliche Differenz. Ja? Sie laufen gewissermaßen entgegengesetzter Logik. Okay, das mag jetzt spitzfindisch klingen, aber jedenfalls ist das eine Frage, die man sich stellen muss. Ich würde sagen, es ist eindeutig, dass diese beiden Dinge unmittelbar zusammengehören. Warum? Weil, kurz gesagt, man den Vergleich in rückständig und fortschrittlich gar nicht durchführen kann, wenn man nicht eine Art von Vergleichbarkeit, also Gleichzeitigkeit, hergestellt hat. In gewisser Weise erfordert dieser Vergleich die Vorstellung von Gleichzeitigkeit. Und was noch mehr ist, die Kategorie, die manche Gesellschaften fortschrittlicher oder zivilisierter macht als andere, hatte häufig unmittelbar mit dem Zeitempfinden und dem Zeitbewusstsein zu tun. Also,
Wer zum Beispiel pünktlich war, ja, der galt als zivilisiert, als fortschrittlich. Die Uhr, die Pünktlichkeit war ein Element des Fortschrittsdenkens. Das kann man ganz gut sehen an diesem Zitat einer englischen Missionarin, Emily Moffat, das ist aus den 1860er Jahren, und sie schreibt also nach Hause: Du musst wissen, schreibt sie, dass wir heute unsere Uhr ausgepackt haben und dass wir jetzt etwas zivilisierter wirken. Ja, a little more civilized. Für einige Monate haben wir ohne Zeitmesser gelebt. Johns Chronometer und meine Uhr haben versagt und wir haben die Zeit verlassen und wurden in die Unendlichkeit geschleudert. Es ist aber sehr angenehm, das Tick, Tick, Tick und das Ding, Ding wieder zu hören. Ja, also hier wird irgendwie auf unnachahmlich britische Art und Weise gezeigt, ja, in der Zeit leben, pünktlich leben, mit einer Uhr leben, das ist der Fortschritt, ja, das ist die Zivilisation. Übrigens, nur sicherheitshalber, also für die Historiker hier, also quellenkritisch gedacht, das ist nicht Emily Moffat, das ist ein Standbild aus dem Film Out of Africa, den manche von Ihnen vielleicht noch in Erinnerung haben. Wenn Sie den gesehen haben, dann erinnern Sie sich vielleicht noch an diese Szene, wo einige afrikanische Kinder so in das Wohnzimmer reinschleichen und plötzlich so eine Schweizer Kuckucksuhr losgeht, ja, und sie erschreckt und sich nicht nur erschreckt, sondern sozusagen die, ja, mit der vollen Autorität der europäischen Zivilisation, ja, dann dieses Signal losgeht. Also insofern ist das Bild zwar historisch nicht ganz angemessen, aber von der Botschaft her passt es ganz gut. Okay, das war die erste Frage. Ja, also passen Uhren, Kalender, Zeit zusammen und Geschichte zusammen. Die zweite Frage, die ich stellen will, ist, und die müssen wir uns auch stellen, ist das nicht doch letzten Endes eine europäische Entwicklung, die dann nach und nach sich ausbreitet in andere Teile der Welt? Ja, ist das nicht doch letzten Endes eine europäische Story? Ja, und tatsächlich haben Zeitgenossen das so gesehen. Ja? Zum Beispiel Oswald Spengler, der der Meinung war, dass die Tatsache, dass über unserer Landschaft Tag und Nacht von Tausenden von Türmen die Glockenschläge klingen, die peinlichste Zeitmessung und so weiter, dass das etwas ist, was charakteristisch ist für den abendländischen Mensch, ja, den Okzident, dass das etwas Westliches ist, so könnte man sagen. Ja. Aber wenn das so ist, dann wird nicht ganz klar, was passierte, als der berühmteste Uhrmacher der Vereinigten Staaten, Eli Terry, schon in den 1820er Jahren im Staat Connecticut eine öffentliche Uhr anbrachte. Ja, er wurde gebeten, eine öffentliche Uhr anzubringen am Rathaus. Und das war das modernste Zeitmessgerät, was es zu der Zeit gab. So eines, das eben unabhängig vom Wetter, unabhängig von Tag und Nacht, unabhängig von den Jahreszeiten, die Uhrzeit regelmäßig anzeigte. Aber interessanterweise ist es so, dass in Connecticut, den Vereinigten Staaten, in den 1820er Jahren, die Leute gar nicht unbedingt der Meinung waren, dass das die richtige Zeit ist. Im Gegenteil, die meisten waren gewohnt, dass die Zeit flexibel ist, ja, so wie wir es am Anfang heute für das vormoderne Japan kennengelernt haben. Flexibel ist, also sich mit den Jahreszeiten ändert, je nach Länge des Tages auch die Stunden etwas länger sind. Und ein ärgerlicher Protestbrief an das Connecticut Journal bringt ja diesem Unverständnis, bringt das zum Ausdruck. Eine Uhr in der Stadt zu haben, die der Bevölkerung zeigt, welche Zeit gerade nicht ist, ist ein tolles Projekt. Eine öffentliche Uhr, die nur viermal pro Jahr die richtige Zeit anzeigt, ist eigentlich ein öffentliches Ärgernis. Ja, also müssen wir uns klar machen, 1825, Vereinigte Staaten, hier ist die Vorstellung, dass eine präzise, gleichmäßige, sozusagen leere, moderne Zeit etwas Neues, ein radikaler Schock ist. Die zeigt uns, dass diese Transformation auch in den USA, auch in Europa keineswegs ja, so natürlich, keineswegs so, man könnte sagen, abendländisch daherkam, ja, sondern eine Herausforderung war für das alltägliche Leben. Okay, das wäre die Zeit. Wie ist es mit der Vorstellung von Geschichte und Fortschritt? Ja, da könnte man natürlich sagen, das ist aber vielleicht dann endgültig was Europäisches. Zum Beispiel einer der berühmtesten Dichter und Nationalisten in Indien, Bankim, schreibt an einer Stelle: Alles, was ich und meine Zeitgenossen schreiben, wäre früheren Generationen gänzlich unzugänglich gewesen, auch wenn man sich alle Mühe gäbe,
es zu übersetzen. Könnte man jedenfalls so verstehen, dass er sagt, wir leben hier in einer neuen Zeit, die mit unserer eigenen Zeit gar nichts mehr zu tun hat. Ja, deshalb würden meine Eltern, meine Großeltern nicht verstehen, was ich schreibe. Aber, und das ist jetzt ein literarisches Zitat, wenn wir den guten Eduard in Goethes Wahlverwandtschaften sprechen hören, der sagt, es ist schlimm genug, dass man jetzt nichts mehr für sein ganzes Leben lernen kann. Unsere Vorfahren hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfangen. Wir aber müssen jetzt alle 5 Jahre neu umlernen, wenn wir nicht ganz aus der Mode kommen wollen. Dann drückt er im Grunde genau dasselbe Erstaunen, ja, über ein neues Zeitverständnis aus, einen radikalisierten qualitativen Wandel, der offenbar in Weimar, Jena genauso spürbar war wie in Delhi. Insofern, mein Argument, das ist keine europäische Revolution, sondern es ist eine Revolution, die sich überall niederschlug, wenn auch in unterschiedlicher Weise. Jetzt kommen wir zu den Gründen dazu. Wie kommt es dazu? Was sind die Faktoren, die diese Ausbreitung erklären? Und da gehen wir jetzt relativ zügig durch. Man könnte natürlich zunächst mal annehmen, ja, das ist im Grunde doch klar, es ist eigentlich ein Effekt des technologischen Wandels. Ja, denn erst wenn wir diese modernen Uhren haben, die keinen Sonnenschein mehr brauchen, erst wenn wir die Telegrafen haben, erst dann können wir eigentlich sowas wie eine globale Synchronisierung durchführen. Aber wir haben ja schon in unserem allerersten Beispiel kennengelernt, dass Technologie kein Argument ist. Ja, die frühneuzeitlichen Uhren, die Holländer nach Japan brachten, die hatten keine starke Autorität. Ja, die wurden umgebaut, bis sie den lokalen Erfordernissen entsprachen. Also Technologie allein ist selten ausreichend als Argument. Wir müssen, und das sind jetzt wirklich sehr schematisch, ja, nur sozusagen angedeutet, andere Faktoren mit hinzunehmen, die mit der Ökonomie, mit dem Staatensystem und schließlich auch mit dem Imperialismus zu tun haben. Und ich will zu diesen drei Dimensionen auch nur relativ kurz was sagen. Der erste ist auch klar, wahrscheinlich gibt es keinen sozialen Prozess, der die Durchsetzung dieser neuen Zeitlichkeit so stark beeinflusst hat und hervorgerufen hat, wie die neue Logik am Arbeitsplatz unter Bedingungen von Industrialisierung und kapitalistischer Produktion. Also diese Stechuhr ist zwar erst am Ende des 19. Jahrhunderts erfunden worden, aber trotzdem ist es so, dass die Taktung des Arbeitens bis hin natürlich zu der Durchsetzung von Arbeitszeiten, die nicht mehr flexibel waren, sondern wirklich eingehalten werden mussten, was man im 19. Jahrhundert als die Verfleißigung der Menschen bezeichnete. Das ist ein Prozess, der sich überall durchsetzt und der dieses neue Zeitverständnis sozusagen bis in den Alltag verankerte. Der auch dazu beitrug, das ist ja ein Prozess, den wir immer noch kennen und Karl Marx hat ihn schon früh beschrieben, dass, ja, er hat es so gesagt, dass die Menschen gegenüber der Arbeit verschwinden, dass das Pendel der Uhr der genaue Messer für das Verhältnis zweier Leistungen ist. Also dass man nicht mehr zwei Objekte hat und schaut, wie gut sind sie gemacht, sondern dass man schaut, wie lange hat jemand dafür gebraucht. Zum Teil, und das ist dann im 19. Jahrhundert auch so gewesen, hat man eben auch in den Fabriken damit angefangen, nicht mehr nach Output zu bezahlen, also nicht mehr nach Stückzahl, sondern nach Zeit, die man da im Produktionsprozess verbringt. Und das ist ein Prozess, der natürlich weitergeht. Inzwischen ist die Zeit ja mehr oder weniger die Währung geworden, die uns erlaubt, unterschiedlichste Dinge miteinander zu vergleichen. Allein die Frage, wie lange braucht man dafür, macht aus sozial völlig inkompatibel, völlig unterschiedlichen Prozessen, ja, oder Handlungen etwas, was vergleichbar ist. Also die Logik der industrialisierten Produktion. Der zweite Aspekt sind die Staaten und aber auch reformerische Gruppen und Milieus in diesen Ländern. Also in vielen Ländern sind es vor allem die Regierungen und ist es vor allem auch sozusagen die Durchsetzungsfähigkeit des Staates, die diese neue Zeit durchsetzt, die zum Beispiel Glockentürme aufstellt, wie hier in Beirut, die überall anzeigen, das ist die Zeit, die jedenfalls für offizielle Dinge vorgeschrieben ist.
Ja, häufig ist es dann so, dass entweder im Privaten oder aber auch selbst in der Arbeitswelt noch andere Zeiten parallel existieren. Das ist besonders stark dort der Fall, wo starke bürokratische Apparate am Werk sind, also zum Beispiel in Russland oder in China oder auch in Japan, wo man in den 1920er Jahren eine Zeitausstellung für mehrere Millionen Besucher einführt, um die Bevölkerung dazu zu bringen, sich klarzumachen, wie wichtig das Verhalten entsprechend der Logik der Zeit ist. Die Zeitausstellung soll in der Bevölkerung die wunderbaren Bräuche der Wertschätzung der Zeit und der Pünktlichkeit ausbilden und diese ermutigen, sich einem disziplinierteren Lebensstil zu unterwerfen. Ja, das wird also, es wird übrigens gleichzeitig ein Feiertag eingeführt, der Zeittag. Also die Bevölkerung muss sozusagen daran gewöhnt werden, immer disziplinierter, immer mehr der Zeit zu gehorchen. Das ist übrigens interessant, als ich Anfang der 1990er Jahre das erste Mal länger in Japan gelebt habe, das war gerade die Zeit, in der man in Japan dazu überging, zu sagen, ja Moment, also wenn alle so lange arbeiten, ist es auch ein Problem, wir müssen auch eine Kultur der Freizeit schaffen. Und man führte Kurse ein, in der den Leuten klargemacht wird, dass zum Beispiel am Sonntag, am Samstag, am Wochenende nicht gearbeitet wird. Und was macht man dann eigentlich? Ja, man muss seine Freizeit eben auch lernen. Also in den 1920er Jahren wurde noch das disziplinierte Zeitverständnis eingeübt. In den 1990er Jahren musste man die Leute wieder damit Mühe von wegbringen. Also die Staaten, aber es sind natürlich nicht nur die Staaten, sondern in den meisten Gesellschaften sind es ganz konkrete Akteure, Gruppen. Ja, das sind Personen, die der Meinung sind, man braucht diese neue Zeit, die der Meinung sind, und das sind nochmal Zitate aus Ägypten, Zeitverschwenden muss aufhören. Ja, unsere Zeitverschwenden ist nicht mehr nur etwas, was ein sozusagen individueller Makel ist, sondern Zeitverschwenden heißt im Grunde, du verschwendest die Zeit. Das bedeutet für unsere gesamte Nation, dass wir zurückfallen. Ja, Zeitverschwenden heißt, da wird unmittelbar über das Konzept der Zeit, wird das Individuum an die gesamte Gesellschaft angebunden. Die Zeit ist ein flüchtiger Schatz. Wir alle wissen, dass Zeit teuer ist, aber dennoch verschwenden wir sie. Und man sieht hier, sitzen im Café herum. Wir schätzen und sparen unsere Dirhams, aber mit unserer Zeit sind wir zu freigebig. Diese Propheten der Zivilisierung der eigenen Bevölkerung, die eigene Bevölkerung nach und nach verfleißigen will, die finden wir seit dem späten 19. Jahrhundert in vielen Gesellschaften. Dritter Prozess, Imperialismus. Klar, darüber gibt es natürlich keinen Zweifel, dass das imperiale System sehr stark dazu beigetragen hat, dass sich dieses Zeitregime ausbreitet. Zum Teil in ganz, wenn man so will, brachialer Weise. Ja, zum Beispiel hier die Noon Gun in Kapstadt, Südafrika, die also immer um die Mittagszeit losging und gewissermaßen, also die es nicht nur den Regierungs-, den Ämtern, den Büros und den Schiffen ermöglichte, jeden Tag sich sozusagen damit zu synchronisieren, sondern die in gewisser Weise auch den Zusammenhang von Zeit und Macht und Gewalt, wenn man so will, unmittelbar zum Ausdruck bringt. Ja. Und tatsächlich sind in vielen Kolonien, ist dieses Zeitregime mit Gewalt durchgesetzt worden. Die 7-Tage-Woche, der Sonntag, der frei ist, der Monat, der 30 oder 31 Tage hat und eben nicht nur 4 Wochen, die Zeitdisziplin und so weiter. Aber es ist wichtig, sich klarzumachen, dass wir es dabei nicht nur mit einem Prozess zu tun haben, bei dem sozusagen imperiale Mächte eine fremde Zeit irgendwo hinbringen, sondern wenn wir den Stellenwert des Imperialismus hier einordnen wollen, dann war er vor allem deshalb wichtig, weil er die Gesellschaften so veränderte, dass diese neue Zeit als das Selbstverständlichste erschien. Ja, so würde ich das zusammenfassen. Nicht, weil er eine fremde Zeit aufoktroyierte, sondern weil er Gesellschaften so transformierte, dass unmittelbar einsichtig, dass Zeitverschwenden nicht produktiv, nicht sinnvoll, nicht angemessen war. Gut, jetzt kommen wir schon so in die Schlussphase meiner Ausführungen. All das, was ich jetzt bisher geschildert habe, war
klang so, als wäre das ein Prozess gewesen, der sich mehr oder weniger ja wie so eine große Tsunami-Welle ausgebreitet hätte, über alle Widerstände hinweg und alles, was war, aus dem Weg geräumt hätte. So einheitlich ist es keineswegs gewesen. Im Gegenteil, sobald wir genauer hinschauen, sehen wir, dass überall in Europa, in den USA, in Vietnam lokaler Widerstand gegen dieses Zeitregime praktiziert wurde. Und das, auch die Berichte darüber füllen ganze Bibliotheken. Aber wichtig ist zu sehen, also mit anderen Worten, dieser Widerstand war wichtig und der begleitete den, zum Beispiel der neue Kalender. Wenn der gregorianische Kalender eingeführt wurde, dann gab es häufig großen Protest. Es wurden Schulen kleingeschlagen, um klarzumachen, dass einheitlicher Schulbeginn mit der Logik zum Beispiel der Landwirtschaft nicht zusammenpasste und so weiter. Ja, also wir haben hier wirklich physische Formen des Protests und des Widerstands. Das heißt nicht, dass der Widerstand sozusagen nur gegen ein westliches Oktroi, man merkt, wie das eben, das ist aufgeladen hier. Es klingt so harmlos, über Zeit zu sprechen. Widerstand richtete sich nicht notwendigerweise einfach gegen etwas, was von außen übergestülpt war, sondern das neue Zeitregime wurde genauso übernommen von zum Beispiel Mitgliedern der kolonisierten Regionen, wie zum Beispiel dieses Zitat hier zeigt. Ein Absolvent einer Missionsschule in der Kapkolonie, der sagt, es gibt keinen Grund, warum die intelligenteren Leute die Stunden nicht festhalten sollten, während sie vorbeifliegen. Und die erste Person, die im Dorf mit gutem Beispiel vorangehen sollte, ist der Lehrer, heißt es hier. Aber also mit anderen Worten, die Sollbruchstellen, die Linien, an denen sich der Widerstand entzündete, waren keineswegs wir gegen die, sondern häufig innerhalb von Gesellschaften. Der zweite Punkt, an den man denken muss, wenn man über Widerstand spricht, ist der folgende. Der Widerstand wurde häufig formuliert in Begriffen von Traditionen, die selbst nicht denkbar waren ohne die moderne Zeit. Man könnte sagen, er wurde im Namen von Traditionen formuliert, die selbst erst in Auseinandersetzung mit dieser modernen Zeit zu Traditionen wurden. Ja, und damit meine ich, dass erst die Durchsetzung dieser neuen Zeitlichkeit dazu führte, dass bestimmte Praktiken nicht mehr gelebt wurden und deshalb, also mit anderen Worten sozusagen abgeschnitten wurden vom Alltagsleben und deshalb dann mobilisiert werden konnten. Naja, das war jetzt ein bisschen abstrakt, aber es wird, glaube ich, unmittelbar klar, wenn wir uns zum Beispiel, wenn Sie schon mal in Stockholm waren und dieses Outdoor-Museum Skansen besucht haben, dann werden Sie vielleicht so eine Szene auch gesehen haben. Das wird um 1900 eingerichtet, ein Outdoor-Museum, was sozusagen die verschiedensten Lebensformen Schwedens zeigt, die es eigentlich nicht mehr gibt. Und das ist im Grunde zeigt es die immer noch, auch heute. Mit anderen Worten, Praktiken, die eigentlich den Bezug zur unmittelbaren Gegenwart gerade schon verloren haben, die aber dann genutzt werden, um mobilisiert zu werden als Widerstand gegen das neue Regime. Ja, oder ein anderes Beispiel, jetzt springen wir weit weg nach Indien, wo Rajendralal Mitra eine Reihe herausgibt von Büchern, die Bibliotheca Indica. Ja, da sammelt er klassische Texte aus dem Sanskrit vor allem, das ist sozusagen Kulturgut, was geradezu verloren zu gehen droht. Ja, das wird jetzt noch gesammelt, gedruckt und für alle Ewigkeit aufbewahrt. Aber natürlich in einer Situation, in der diese Sanskrit-Kultur untergegangen war, nicht mehr sozusagen unmittelbar lebendig war. Ja, schon allein die Vorstellung, dass man heilige Texte in eine Druckerpresse steckt, die war sozusagen, solange man innerhalb dieser Tradition denkt, gar nicht vorstellbar gewesen. Also mit anderen Worten, der Widerstand wird häufig auf dem Boden von Traditionen formuliert, die nicht einfach da waren, sondern selber gewissermaßen das Produkt dieses neuen Zeitregimes gewesen sind. Und letzter Punkt. Diese Ausführungen sollen nicht heißen und die klangen sehr danach, als hätte dieses moderne Zeitregime mehr oder weniger alles andere aus dem Weg geräumt.
Im Gegenteil, die meisten Menschen lebten nach wie vor in multiplen Zeitregimes. Und in gewisser Weise, wenn Sie drüber nachdenken, tun die meisten von uns das wahrscheinlich auch heute noch. Das heißt, sie wussten, dass die öffentliche Zeit und zum Beispiel die Zeit der Bürokratie, der Ämter eine Zeit war, aber die private Zeit konnte eine andere sein. Ja, es gab natürlich war die Vorstellung klar, dass eine Stunde immer gleich bezahlt wird, was aber nicht hieß, dass es an jedem Tag gleich gut war zu heiraten. Ja, es gab also nach wie vor für die meisten Menschen eine Vorstellung, dass bestimmte Tage vielleicht glücksverheißend waren oder mit Bedeutung aufgeladen. Also trotz dieser Revolution, die ich jetzt hier in ihrer Tragweite übertrieben habe, gab es immer parallele, konkurrierende oder komplementäre Zeitverhältnisse. Und manchmal wirklich ganz konkret. Ja, zum Beispiel diese Uhr, die im Osmanischen Reich eine Art von Bestseller war, wo man immer die Zeit à la Turca und die Zeit à la Franca parallel lesen konnte. Also die lokale osmanische Zeit und aber auch die sozusagen europäische westliche Zeit. Okay, wir kommen zum Schluss. Und ich habe jetzt drei Punkte. Der erste Punkt ist im Grunde das, was ich gerade gesagt habe. Das eignet sich eigentlich gar nicht so richtig für ein Fazit. Also das haben Sie alle noch zu gut in Erinnerung. Ja, die meisten Menschen lebten auch im 19. Jahrhundert noch in unterschiedlichen, multiplen Zeitregimes. Aber dann die beiden Punkte, die ich hauptsächlich machen wollte. Und ich hoffe, dass ein bisschen davon einleuchtend oder nachvollziehbar, vielleicht sogar überzeugend gewesen ist. Der erste Punkt ist, dieses globale Zeitregime war eines, was nicht einfach von in Europa erfunden und dann in den Rest der Welt importiert wurde. Ja, diese Transformation war keine Geschichte des kulturellen Transfers, sondern, wie ich meine, war eine Geschichte der vielen Reaktionen auf die globalen Veränderungen sozialer und politischer Bedingungen. Die eben heißen, dass, wie wir vorhin schon besprochen haben, dass das radikal Neue dieser Zeit, was an vielen Orten empfunden wurde, was zum Teil wie ein Schock empfunden wurde, nicht etwas war, was in Europa ganz natürlich und in Isfahan von außen kommend wahrgenommen wurde, sondern in gewisser Weise überall eine Herausforderung darstellte. Und der letzte Punkt, diese neue Zeit, war auch ein Instrument der globalen Positionierung, ja, also der Verortung der eigenen Gemeinschaft, der eigenen Nation, selbst der eigenen Zivilisation auf einer Landkarte, die eben längst ja sozusagen synchronisiert war. Man konnte durch die Verwendung dieser Zeit zeigen, wie zivilisiert, wie fortschrittlich, wie modern man war. Und das ermöglichte einem sozusagen, egal wo man war, egal wie unterschiedlich die Sprachen, die kulturellen Produkte waren, man konnte auf diese Art und Weise sozusagen eine einheitliche Matrix, fast eine Währung, ja, etablieren, die einem ermöglichte zu sehen, wer hat mehr und wer hat weniger. Vielen Dank, das war's.